Jo Freunde der Uno Reverse Card, nachdem Moki ein Video über Anni gemacht hat und Anni dann eins über Moki, hat Moki jetzt wieder eins über Anni gemacht und ich bete dafür, dass das einfach für immer so weitergeht. Moki hat auf jeden Fall einige Aussagen aus dem Video von Anni widerlegt, auch teilweise mit Zeugenaussagen. Und das Ganze gucken wir uns heute einfach mal an. Der erste Vorwurf, worauf Moki eingeht, ist der, dass Anni ja rumerzählt haben soll, dass sie irgendwie schwere Schizophrenie hat und ihre Tabletten nicht mehr nimmt. Anni ist in ihrem Video gar nicht so richtig darauf eingegangen, sondern sie hat gesagt, naja, die nimmt ja ihre Tabletten wegen Depression wirklich nicht mehr, also hatte ich ja recht. Im ersten Video hatte Moki auch tatsächlich nur eine Nachricht eingebaut, wo es um diese Schizophrenie geht, weswegen ich unter anderem ja auch in meinem Video die Frage gestellt habe, okay, haben die da jetzt irgendwas durcheinander gebracht? Oder labert Anni Müll? Und naja, anscheinend labert Anni wieder Müll. Denn es konnte jetzt tatsächlich gezeigt werden, dass es wirklich um diese Schizophrenievorwürfe geht. Unter anderem nehme ich eine Sprachnachricht von Anni selber. Die Wahrheit ist, sie nimmt seit 12 Jahren sehr starke Psychopharmaka und für ihre paranoide Schizophrenie und hat die dann so 3 Monate oder 2 Monate lang ohne ärztliche Aufsicht einfach abgesetzt und dementsprechend ist ihr mentaler Zustand immer schlechter geworden, sodass ich ihr nicht mehr helfen kann. Im Anni-Video hatte sie ja gesagt, dass es ja auch in Ordnung ist, über solche Sachen mit Freunden zu reden. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, das war bestimmt ein Freund von ihr, oder nicht? Nee, war es nicht. Und das zeigt uns Moki hier auch selber. Anni hat diese Nachricht an Nella geschickt. Das ist eine Hacktivistin, die kennen manche von euch bestimmt. Und die hat sie mir zukommen lassen, weil sie es krass fand, dass Anni dieses Thema so manipulierend falsch in ihrem Video dargestellt hat. Diese Sprachnachricht wurde Nella bei dem ersten Kontakt mit Anni geschickt. Da kannten die beiden sich also noch gar nicht. Ja, ich habe mit gemeinsamen Freunden über die Situation gesprochen. Anni hat also einer fremden Person einfach so, ohne Anlass, ohne Nachfrage, einfach diese Lügen über mich erzählt. Nella selber hat dazu auch nochmal auf Twitter gepostet, dass das Ganze stimmt, beziehungsweise würde ich das jetzt einfach mal so interpretieren. Also Anni hat nicht nur mit irgendwelchen Freunden darüber geredet, sondern auch mit wildfremden Personen, die sie halt noch nie vorher getroffen hat. Aber auch eine weitere Person hat ein Statement dazu abgegeben, und zwar Eva. Ihr wisst schon, diejenige, die gerne snappt, wenn sie rejected wird. Anni und ich hatten zu dem Zeitpunkt, zu dem ich der erste Anruf zum Thema Moki von ihr erreichte, schon eigentlich seit langem wenig bis gar kein Kontakt mehr. Dennoch rief sie mich plötzlich an und erzählte mir, dass sie sich Sorgen um Moki macht, aber für mich spätestens an dem Punkt nicht mehr wirklich ausschlaggebend wirkte, an dem mir in mehreren Telefonaten auch geraten wurde, Moki besser nicht auf die Dinge anzusprechen, die Anni mir über sie sagte. Und ganz ehrlich, wenn man sich doch Sorgen macht, dann würde man ja vielleicht befürworten, wenn jemand in der Lage wäre, sich um diese Person zu kümmern, an die man selbst nicht rankommt. Stattdessen sei Moki aber nicht gut darauf zu sprechen und man müsste sie in Watte packen und sie würde ausrasten und aktuell aufgrund ihrer paranoiden Schizophrenie und der Verweigerung der Medikamente in einer Verfassung sein, in der man nicht mit ihr reden kann. Damit also, ja, mir hat sie diese Gerüchte auch erzählt und auch in Anwesenheit von Vivian. Das ist nicht nur in einem Gespräch, sondern in mehreren immer und immer wieder passiert. Dass es bei den Medikamenten um Antidepressiva gehen soll, hat sie so nicht dargelegt. Über Zeit. Und auch noch eine weitere, nicht näher genannte Influencerin hat ihr mal diese Nachricht geschickt. Hier nochmal ein Beispiel einer anderen Influencerin, die ebenfalls diese Informationen bekommen hat. Die kam auch mal auf mich zu und schrieb mir damals, Anni hat mir erzählt, dass du paranoide Schizophrenie hast. Stimmt das? Hier hat man also mehr als genug Beweise, um nicht nur zu sagen, dass Anni den Vorwurf komplett falsch wiedergegeben hat, sondern sie hat hier offensichtlich gelogen und versucht, das Ganze zu verdrehen. Denn sie wird ja wohl wissen, dass sie mehreren Leuten etwas ganz anderes gesagt hat als Depressionen. Ich sehe ehrlicherweise auch nicht den Sinn dahinter, warum man versucht hat, das Ganze so zu verdrehen, weil war ja klar, dass Moki diese Beweise auch einfach zeigen kann, aber nun gut. Dann geht es auch um den nächsten Punkt, und zwar den Punkt der Felge, ihr wisst schon. Aber was sagt denn Anni in ihrem Video dazu? Ich habe das Verhalten von Moki gegenüber einer, nicht drei, einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sexuell übergriffig empfunden. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht. Naja, also irgendwie ja gar nichts. In ihrem Video geht sie nicht einmal richtig darauf ein. Also ähnlich wie bei der Sache mit der paranoiden Schizophrenie lenkt sie auch hier stark ab. In dem Video stellt Moki auch richtig fest, dass Anni die ganze Zeit diesen Vorwurf schon runtergespielt hat. Denn sie redet gar nicht über dieses Wort, vergedingst, sondern sie sagt die ganze Zeit Übergriffe. Ach Digga, YouTube 2024, oder? Man muss alles zensieren. Aber auch hier kann Moki das Gegenteil beweisen. Und ja, Anni hat uns beiden mehrfach in verschiedenen Gesprächen, sowohl telefonisch als auch in Person, bestätigt, dass Moki diese Vergewaltigung getätigt haben soll. Der folgende Screenshot, den Anni veröffentlicht hat, ist übrigens ein Chat mit mir, in dem sie mich plötzlich darum bat, mit Moki zu sprechen, weil sie weiterhin Lügen über Anni verbreiten würde. Auch hier hat sie mir wieder gesagt, dass
dass die volle Wahrheit ist und Maoki keinen Konsent kennt. Und hat nochmal ganz ausdrücklich von drei Männern namentlich gesprochen, nicht von einem, wie sie aktuell behauptet. Da sie nach wie vor darauf bestand, dass ich Maoki unter keinen Umstand darauf ansprechen soll und ich deswegen gefragt habe, ob die Möglichkeit bestünde, diese Geschehnisse von den drei genannten Männern vielleicht zu bekommen, verneinte sie das zunächst und sagte schließlich, sie könnte ja vorsichtig bei einem der drei nachhaken, ob er bereit wäre, diese Geschehnisse zu bestätigen. Anschließend fragte sie mich aber, ob ich wirklich das Trauma der Männer wieder hochholen wollen würde, damit ich meine Gewissheit habe. Schließlich bekam Maoki die Bestätigung der drei angeblichen Opfer, dass diese Vergewaltigung bei keinem stattgefunden hat. Hier würde ich sagen, dass Eva auf jeden Fall sehr glaubwürdig ist, weil alles, was sie in diesem Twitch-Statement damals gesagt hat, deckt sich halt auch mit den Aussagen, die Maoki jetzt mit Belegen veröffentlicht hat. Ich kann hier auch nur das wiedergeben, was ich auch in meinem vorherigen Video gesagt habe. Es ist vollkommen egal, ob Annie jetzt 1, 3, 5 oder 10 Personen genannt hat. Solche Sachen überhaupt weiterzugeben, aufgrund des eigenen Empfindens, wenn man nicht mal dabei gewesen ist und nicht mal mit der betroffenen Person gesprochen hat, das geht einfach überhaupt nicht. Also auch hier würde ich tatsächlich Maoki den Punkt geben. Maoki hat dazu übrigens auch gesagt, dass das Ganze ja nicht mal nur so bei Leuten wie Eva im Freundeskreis und so weiter rumging, sondern unter anderem auch an ihr Management. Und solche Aussagen und Vorwürfe können halt wirklich deine komplette Karriere ruinieren. Kommen wir dann mal zu meinem Lieblingsthema. Zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt. Und hierzu sagt Maoki das hier. Annie hat dann in ihrem Video von angeblichen Sexpartys gesprochen, weil laut ihr die Leute es so verstanden hätten. Ihr wisst, wie man eine Sexparty definiert. Da passieren heftige Sachen, besonders dann, wenn halt so viele Leute involviert sind. Was in der Öffentlichkeit dabei hängen bleibt, ist die schlimmen Sexpartys von Annie the Duck. Es war keine wilde Orgie. Erst einmal, ich habe nie von Sexpartys oder Orgien gesprochen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das allgemeine Verständnis von meiner Aussage so war. Und da muss ich hier tatsächlich erstmal widersprechen. Ich persönlich und auch mein Twitch-Chat haben bei der Formulierung Partys mit fragwürdigem sexuellen Inhalt ganz andere Sachen verstanden oder im Kopf gehabt als so ein Power-Präsentationsabend. Also das, was da abging, hat Maoki jetzt erklärt und das ist tatsächlich auch mehr als fragwürdig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele von uns jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine Party im Kopf hatten, aber schon was deutlich Schlimmeres. Sie lässt mit so einem Vorwurf halt super viel Raum für Spekulation und sowas ist halt nicht ganz so cool, wenn Leute dann da viel mehr draus machen, als es eigentlich ist. Aber worum geht es jetzt eigentlich? Also, hier ist der Kontext, den ich definitiv extrem fragwürdig finde. Nicht alle Teilnehmer dieser Party wussten davon. Eine Person kam zu dieser Party und wusste nichts davon. Diese Person hatte vorher ihre Jungfräulichkeit verloren und diese Party war eine Überraschungsentjungferungsparty. Also eine Party, um zu feiern, dass diese Person ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Und das Ganze ist halt schon sehr weird, muss man sagen. Und wenn ihr Beweise haben wollt, Annie hat das selber in der Sprachnachricht gesagt. Hey Maoki, dann schicke ich einfach mal eine Sprachnachricht, die kannst du laut einfach abhören. Wir haben eine ganz grauenhafte Idee, die wir morgen umsetzen werden und schmeißen eine Entjungferungs-Überraschungsparty. Und wir bereiten alle zu verschiedenen Themen rund um Sex eine PowerPoint-Präsentation vor. Wir haben alle verschiedene Themen und wir machen überraschen mit einem I Just Had Sex-Kuchen. Und wollte fragen, ob du mit dabei sein möchtest, dir auch ein Thema überlegen willst, worüber du einen Vortrag halten möchtest, wir haben noch ein paar Themen offen, eine PowerPoint vorbereiten willst und vielleicht digital zugeschaltet werden möchtest. Und klar, man könnte jetzt natürlich sowas sagen wie, na gut, aber guck mal, die haben so einen closen Freundeskreis und gehen alle offen mit dem Thema um. Sowas kann man ja auch feiern. Und ja, safe, in meinem Freundeskreis, glaube ich, würde sowas auch eher lustig aufgefasst werden. Aber war es denn jetzt überhaupt so eine close Freundin? Nee, es war einfach eine Person, die bei Annie gearbeitet hat. Und vielleicht der für mich fragwürdigste Punkt, der auch nicht unwichtig ist. Diese Person stand zu dem Zeitpunkt in einem Arbeitsverhältnis zu Annie. Stellt euch mal vor, ihr wurdet zu eurem Chef oder zu eurer Chefin nach Hause eingeladen. Und ihr versteht euch eigentlich ganz gut mit dieser Person. Aber als du ankommst, heißt es, Surprise! Alle wissen, dass du deine Jungfräulichkeit verloren hast und jetzt gibt es eine Überraschungsparty und du sollst dich setzen und du sollst dabei teilnehmen. Und das ist halt schon sehr unangenehm und übergriffig. Dazu haben sich auch nochmal zwei Personen geäußert, die aber nicht selber im Video sein wollten. Rezo hat aber mit denen Interviews geführt und hat das Ganze hier nochmal zusammengefasst. Und die erste Person hat dazu Folgendes gesagt. Die Person bestätigt, was wir durch Annies Sprachnachricht bereits wissen. Es war eine Entjungferungsparty, wo eine Person, die für Annie gearbeitet, überrascht wurde. Auch wurde bestätigt, dass über den Kopf der betroffenen Person entschieden wurde,
dass alle von dieser Entjungferung erfahren. Und die zweite Person ist sogar die Betroffene, die Entjungferte. Und die sagt dazu Folgendes. Sie wusste nichts von dieser Party, sie wusste nicht einmal, dass es irgendeine Party gibt. Die Person wurde überrascht und als sie verstanden hat, dass es eine Party für die eigene Entjungferung ist, war es ihr unangenehm. Sie sollte sich dann setzen und die Präsentation sehen. Das war ihr auch unangenehm, vor allem, weil sie ein, zwei Gäste auch nicht besonders gut kannte. Die Person wurde mehrfach aktiv dazu aufgefordert, Darstellungen vorzuführen. Also zum Beispiel sollte die Person mit einer anderen Person vormachen, wie man sich jemanden klärt. Oder sie sollte an einem Ballon vormachen, wie man es sich selbst macht. Und dabei dachte sich die Person, dass diese Party ja für sie geschmissen wurde und sie somit kein Spielverderber / keine Spielverderberin sein wollte. Und deswegen dachte sie sich dann, egal ob es peinlich ist oder nicht, fuck it, lächeln und winken und einfach durch damit. Nach der vierten Präsentation war es dann vom Schamgefühl egal, nach dem Motto, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Und das ist halt schon also sehr, sehr weird. Vor allem, ihr müsst euch mal vorstellen, wie würdet ihr euch in dieser Situation fühlen? Ihr werdet entjungfernt, es wird einfach allen weitererzählt, dann wird so eine Party vor euch veranstaltet mit solchen PowerPoint-Präsentationen, wo ihr dann auch noch so unangenehme Sachen vormachen müsst, während ihr mit Leuten in einem Raum sitzt, die ihr teilweise so gut wie gar nicht kennt. Digga, wer kommt auf so eine Idee, Alter? Und ja, man muss ihr tatsächlich sagen, Moki hat schon recht. Das Ganze ist wirklich extrem fragwürdig. Also sie hat ja nicht mal gelogen. Aber ja, man hatte trotzdem was anderes im Kopf. Und hier muss man auch sagen, dass ich das von Annie extrem schwach finde, dass man das Ganze dann so in ihrem Video dargestellt hat. Denn dieser Kontext ist ja das Wichtige und der wurde einfach komplett weggelassen. Dann geht es mal um den Stuhlwurf. Annie schildert die Situation etwas anders. Moki hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat. Und als ob das alles nicht schon verstörend genug ist, sie aufgestanden hat, einen Stuhl gegriffen und in Richtung eines Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Auch hier hat Moki wieder etliche Zeugenaussagen zusammengetragen, die Annie widersprechen und das Ganze aus ihrer Sicht schildern. Ich habe euch das jetzt hier einfach mal ganz kurz zusammengeschnitten. Moki ist laut geworden, hat auf den Tisch gehauen, hat ihr Handy auf den Tisch geklatscht, ist dann aufgestanden und hat ihren Stuhl an den Tisch geknallt. Im Grunde so, wie man einen Stuhl ranstellt, halt nur, wenn man wütend ist, viel ruckartiger. Das war es dann auch schon. Moki ist dann gegangen. Es gab keine Handgreiflichkeiten. Es wurde nicht im Entferntesten ein Stuhl geworfen oder sonst irgendjemand verletzt. Beide sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt auch draußen wenige Meter neben dem Geschehen waren. Beide sagen, dass Moki auf den Tisch gehauen und lautstark ihren Frust gezeigt hat. Beide sagen, dass es aber nicht mehr als das war. Zitat: Sie ist einfach nur laut geworden. Also beide sagen, dass sie keinen Stuhlwurf oder Ähnliches mitbekommen haben. Wir haben nämlich auch die Leute, die dabei waren in dieser Situation, gesagt, dass das nicht stimmt mit diesem scheiß Stuhl. Annie hatte ja dazu diesen Chatverlauf hier als Beleg gezeigt. Und jetzt geht's halt wieder andersrum. Moki zeigt uns den Beleg jetzt unzensiert und da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das merkt man halt dann, wenn man mal Pause macht und sich diese Chatverläufe durchliest. Guckt sie euch gerne nochmal an. Ich schreibe, ist dann jetzt wohl so ein Leben als Outcast, weil man einmal einen Stuhl 10 cm gehoben und geknallt hat. Und daraufhin sagt der gemeinsame Freund, die 10 cm sind egal, geht darum, dass das überhaupt passiert ist. Also er bestätigt ja damit, dass der Stuhl 10 cm gehoben wurde. Das bezeichnet er dann ganz offensichtlich unten als werfen. Und hier sieht man auch die Nachricht, die bei Annie zensiert worden ist. Und zwar dieses, dass der Stuhl nur 10 cm gehoben und geknallt wurde. Bei Annie war diese Nachricht halt weg. Und diese 10 cm, die danach von der anderen Person genannt worden sind, da wusste ja keiner, worum es da geht. Hätte ja auch sein können, 10 cm am Gast vorbei oder 10 cm sind gigantisch. 10 cm sind auch wirklich riesig. Also auch hier ist Moki und die komplette Bande sehr glaubwürdig, muss man sagen. Zum Ende hin gibt es dann noch einige Kleinigkeiten, worauf sich Moki bezieht. Unter anderem sagt sie hier Folgendes. In ihrem Video stimmt sie mir plötzlich zu, dass ich immer Nein sagen konnte. Stimmt es, dass du nie Nein sagen konntest? Nein. Und das stimmt, das habe ich auch so wahrgenommen, dass sie eigentlich immer, wenn sie keinen Bock auf irgendein Event oder eine Unternehmung hatte, eigentlich Nein gesagt hat. Da sagt sie, dass ich immer Nein sagen konnte und dass sie das immer so aufgefasst hat. In ihrem ersten Video sah das aber noch ganz anders aus. Wir hatten aber ein sehr großes Thema, was sich nach ein paar Jahren rauskristallisiert hat. Und das war, Moki fällt es schwer, mir Nein zu sagen. Wir hatten insgesamt zwei Gespräche darüber. Auch hier muss man ja einfach zustimmen, kann man jetzt ehrlicherweise nicht ganz so viel zu sagen. Dann kommen wir mal zum nächsten Kritikpunkt. Oder ich könnte einfach darauf eingehen, dass sie auf verschiedene Vorwürfe von mir gar nicht eingegangen ist. Zum Beispiel, dass sie innerhalb vom selben Stream sich völlig widerspricht. Therapeutenanzahl, erst sind es 3. Ich habe jetzt noch mit 3 anderen Therapeuten geredet. Dann sind es 2. Dann führe ich mit Therapie weiter oder ist eine Therapeutin in Deutschland? Ist dies in Deutschland? Wir machen das online. Also ich habe ja aktuell
zwei Therapeuten. Und ja, Moki hat damit natürlich komplett recht. Sie ist aber nicht so viel besser. Denn ein großer Kritikpunkt in Annis Video war ja, dass viele private Nachrichten ziemlich aus dem Kontext gerissen wurden. Und das konnte Anni ja auch wirklich zeigen. Zumindest denke ich das mal, dass sie das konnte und das Ganze stimmt. Unter anderem war ja diese Nachricht hier, wo einfach zwei Liebe-Nachrichten entfernt worden sind. Dann irgendwas mit dem D&D-Charakteren, was in Mokis Video auch anders dargestellt worden sind. Und diese Nachricht, die angeblich wegen den Stream Awards geschickt worden sind, obwohl das gar nicht in dieser Nachricht vorkam. Darauf wird hier in diesem Video gar nicht eingegangen und klar, man muss jetzt auch nicht auf jeden kleinen Mini-Vorwurf eingehen, wobei mich das schon interessiert hätte, aber ist ja auch klar, dass Anni jetzt nicht auf jeden kleinen Minisatz eingegangen ist, das ist Moki halt auch nicht, sondern man geht halt auf die größten Punkte ein. Dann geht es noch um diese Audio. Da habe ich ja im letzten Video gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Ganze jetzt bearbeitet ist, weil das wäre schon sehr auffällig gewesen. Jemand hat darauf reagiert, also auf ein anderes Video, und hat das Ganze dann versucht, mal so ein bisschen klarer zu machen. Und da gucken wir einfach ganz kurz rein. Warte mal. Tabletten nicht mehr nimmt seit kurzem? Warum klingt denn die Stelle in der Mitte, die recht abgehakt ist, weiblich? Und ja, also es klingt natürlich vielleicht so ein bisschen weiblicher, aber ich höre da jetzt sonst nicht viel raus, sage ich euch ganz ehrlich. Kann sein, dass es gefaked ist, kann nicht sein. Ganz ehrlich, Anni soll mir einfach diese Privatnachricht schicken, ohne Zensur oder irgendeinem anderen Meinungsblogger, ohne dass wir die veröffentlichen. Und dann können wir halt feststellen, ob die in irgendeiner Art und Weise bearbeitet ist oder nicht. Ich glaube, anders kommen wir da nicht hinter, was da schiefgelaufen ist. Dann wird auch nochmal klargestellt, dass Moki ja auch nicht die Einzige ist, die Vorwürfe gemacht hat. Allein diese ganzen Leute haben sich zu Anni selbst geäußert. Und das ist nur ein Teil der Leute. Da fehlen sogar noch einige und unter anderem auch noch die ganzen anonymen Zeugen, die sich geäußert haben. Und hinter den Kulissen haben sich privat noch viel mehr Menschen ausgesprochen und von eigenen Erfahrungen mit Anni berichtet. Und ich kann all die Vorwürfe, die gegen Anni erhoben wurden, kaum aufzählen. Das würde den Rahmen dieses Videos komplett sprengen. Und gut, ich glaube, Shoyoka an der Seite können wir streichen, weil die hat Vorwürfe gegen ganz YouTube Deutschland veröffentlicht. Am Ende wird das Ganze auch nochmal zusammengetragen. Da geht es nicht nur um Schmierkampagnen gegen mich, sondern auch gegen andere. Es geht um verschiedene Mitarbeiter, die von katastrophalen Arbeitsbedingungen berichten. Es geht um die Vernachlässigung von Katzen. Es geht um viele Fälle, in denen Anni etwas Falsches öffentlich behauptet hat und von verschiedensten Leuten dabei jeweils exposed wurde. Zum Beispiel, dass ihre Mitarbeiter vermittelt wurden, was von Mitarbeitern dementiert wurde. Oder dass ihre Katzensitterin sich geirrt hat, um welche Katzen und Wohnung es sich gehandelt haben soll, was von der Katzensitterin dementiert wurde. Es geht um eigene Widersprüche in ihren Statements und Streams. Es geht um Übergriffigkeiten und Bloßstellungen von anderen. Es geht um fragwürdige sexuelle Inhalte auf Partys, in denen sich Betroffene sehr unwohl gefühlt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich abschließend dazu sagen? Mokis Video war tatsächlich schon sehr, sehr stark, weil auf die wichtigsten Punkte ist sie wirklich sehr gut eingegangen. Das mit den Fergedingsbums da, dann das mit dem Stuhl natürlich und auch das mit den Tabletten. Das konnte sie alles mit Zeugenaussagen komplett widerlegen. Und hier sieht es Stand jetzt auf jeden Fall so aus, als ob Anni da entweder Sachen extrem krass verschönigt hat oder einfach auch gelogen. Auch die Zeugen sind meiner Meinung nach sehr glaubwürdig, beziehungsweise auch Rezo hat teilweise irgendwie eine Stunde mit denen gelabert und das Ganze dann halt vernünftig zusammengetragen. Also auch hier gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das wirklich sehr glaubwürdig ist. Ja, auch Moki ist nicht auf jeden Punkt eingegangen, genauso wie Anni nicht, aber Moki hat mit dem Ende ihres Videos auf jeden Fall recht. Es ist ja nicht nur Moki, die jetzt hier irgendwelche Vorwürfe veröffentlicht hat, sondern es sind ja Dutzende Leute, Streamer, Mitarbeiter, Freunde, Bekannte und so weiter, die alle sagen, dass Anni nicht so ganz koscher ist. Und das darf man nicht so ganz außer Acht lassen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.